Minecraft bringt endlich einen nicen, guten Bossmob zurück und das ist einfach cool, Mann. Es ist einfach cool, es macht Spaß und es steigt. Oh mein Gott. Ja, eigentlich war ich gerade dabei, noch was für mein Studium zu machen, aber dann habe ich gesehen, yo, what the fuck? Der neue Snapshot mit dem Warden, mit den neuen Strukturen und auch dem Deep Dark ist einfach erschienen. Und da dachte ich mir, dazu muss jetzt einfach ein Video kommen. Und zusätzlich habe ich noch eine kleine Challenge gestellt bekommen und die seht ihr jetzt. Space, ich würde dich im 1 vs. 1 gegen den sehen. 1 vs. 1 gegen Warden würde ich dich sehen. Also nur mit Schwert und Nahkampf. Du musst den aber im Nahkampf töten. Nahkampf kriegst du den nicht. Auch nicht mit Full Netherite und Stuff und das. Full Netherite kannst du vergessen, der trierte dich. Der haut dich mit 3 jetzt weg mit Full Netherite Protection an. Und vergesst am Ende des Videos auch nicht in die Kommentare zu schreiben, wie ihr das neue Update findet. Deep Dark, Ancient Cities und Warden. Einfach so viele coole neue Sachen. Minecraft hat es endlich gebracht, wir haben lange gewartet und es ist endlich da, es ist so nice. Ja, also, Spark of Phoenix hat mir die Challenge gestellt, ich soll doch mal ein 1 gegen 1 gegen den Warden machen, ohne spezielle Tricks oder whatever. Ich werde speziell darauf achten, nicht mich hochzustacken, mit einem Bogen dann drauf zu spammen, nicht mich vor unter irgendwie 2 Blöcke drunter zu stellen und ihn einfach auszukritten. Ich werde versuchen, das direkte 1-1 gegen ihn zu nehmen, ein paar extra Items dafür zu benutzen, aber prinzipiell werde ich eigentlich keine crazy Taktiken benutzen, wodurch ich safe win gewinne. Und die gibt es. Es gibt mehr als genug Möglichkeiten, womit man den Warden ganz einfach töten kann momentan. Aber wie gesagt, meine Aufgabe ist es nicht, den einfachen Weg zu nehmen, sondern wirklich das direkte 1 gegen 1 gegen den Warden anzugehen und ihn zu fighten. Und dafür habe ich mir tatsächlich einmal Full Protection 4 gegönnt und tatsächlich auch Swift Sneak 3 zusätzlich mit, ja, 2 Totems, ähnlich ein bisschen wie in Dia Wars bin ich jetzt hier ausgerüstet. Okay, prinzipiell kann man sagen, im Deep Dark ist man eigentlich momentan nicht so sicher unterwegs, aber hier sind eigentlich gar keine Sensoren. Das bedeutet, hier spawnt eigentlich auch kein Warden und jetzt haben wir eine Möglichkeit gefunden, hier etwas auszulösen. Aber sind hier genug Sensoren, um auch den Warden zu spawnen? Das ist wie in einem Horror-Game. Ich habe ihn aber nicht spawnen sehen. Ich glaube, wir gehen mal hier rüber. Ich glaube, hier können wir ihn spawnen lassen. Oh ja, oh ja. Hier, das sind diese Teile, die machen die Geräusche. Oh ja, oh ja, oh ja. Ich probiere es mal mit einer Milch zu countern, das Ganze, den Effekt. Das gönne ich mir jetzt. Wo ist der Warden? Ist er jetzt gespawnt? Ist er nicht gespawnt? Oh, doch, da ist er, da ist er, da ist er. Okay, Chat. Ich sag euch auch schon, Chat. Oh mein Gott, es geht los, es geht los. Wie gesagt, mit einer Milch versuchen, das Ganze zu countern. Speedrank rein und wir versuchen es. Okay, okay, das mit der Milch funktioniert nicht so gut. Ja, es hieß, der Warden soll extrem stark sein, viel Damage machen. Wir dürfen den nicht sehr aggressiv machen. Wir gehen ein bisschen zurück, wir kiten weg. Ja, okay. Können wir mit Cobwebs arbeiten? Ja, das funktioniert. Okay, 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 Chat. Mit Cobwebs ist relativ nice. Okay, noch ein paar Grids dazu. Wir brauchen noch keinen Goldapfel. Oh mein Gott, dieser Effekt, holy shit. Das ist wie in einem Horrorfilm. Der ist echt stark, ist schnell, ne? Der Boy, der ist ziemlich schnell. Mit Cobwebs ist das ziemlich nice. Okay, okay, aber wir haben keine OP-Position uns geholt. Wir bauen schnell nochmal zu, ein bisschen drüber wegstrafen. Okay. Nochmal goldene Karotten rein. Ein paar Grids hinterher. Nochmal ein bisschen zurück. Der macht gut Damage, wir sehen nicht viel. Wir sehen echt nicht viel. Aber das ist crazy, das ist crazy, das ist crazy. Das ist echt wie in einem neuen Horror-Game. Oh mein Gott, ich hab mich selbst getrappt. Goldapfel rein. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Jetzt habe ich tatsächlich einen kleinen Fail gemacht hier. Oh shit, wo ist er? Da kommt er. Oh scheiße. Oh, da ist mein Totem raus. Das ist es, das ist es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, ist das stark. Und man sieht so wenig. Man sieht einfach so wenig. Das fühlt sich heftig. Okay, okay, okay. Mein erstes Totem ist weg. 2 Stück habe ich mir gegönnt. 2 Stück lasse ich mir hier gelten. Oh mein Gott, dieser Effekt ist der Hammer. Das ist ehrlich wie in einem Horrorfilm. Aber er überlebt immer noch. Oh, wir haben ihn.
Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Holy shit, es ist crazy. Es ist absolut verrückt, was hier abgeht. Okay, ich habe mich jetzt dazu entschieden, nochmal ein direktes 1 gegen 1 gegen den Warden auf der Oberfläche zu wagen. Weniger Möglichkeiten, einfach nur wegzurennen oder wegzustrafen. Hier ist relativ flach, deswegen versuchen wir das Ganze auf normalem Land einfach mal. Ja, gleiches Equipment wie eben, nur das eine Totem, was ich verloren habe, das reißt sich noch weg. Und jetzt wird es nochmal spannend. Wir schauen mal, wie viele Hits der Warden tanken kann und wer jetzt gewinnen wird, weil eben war es ja schon einmal ziemlich, ziemlich knapp. Ein Totem spreche ich mir diesmal nur zu und ansonsten goldener Karotten, 4 Goldäpfel nur und let's go. Okay, da ist er. Er ist gespawnt. Ist er auch direkt aggro? Oh ja, okay, okay, okay. Er hat Bock, er hat Bock. Er gibt mir auch direkt wieder diesen Horror-Film-Effekt. Okay. Oh, was macht er denn für Moves? Zurückstrafen? Direkt die ganze Zeit zurückstrafen. Jetzt arbeiten wir ein bisschen mit Cobwebs. Das macht es viel einfacher. Okay, Cobwebs sind OP gegen Warden. Ansonsten, man kann sie nach oben platzieren. Immer schön den Hit und zurückstrafen. Okay, das funktioniert gut, Chat. Das funktioniert sehr... Oh, ich sag immer noch Chat. Aber obwohl ich nicht streame. Bra, bra, bra. Oh, das ist schwierig. Jetzt brauchen wir Cobwebs für einen Goldapfel. Shit. Das macht er gut. Holy shit, ist der OP. Ja, aber das sieht gut aus. Ja, der ist arg schnell, ne? Der ist arg schnell geworden gerade. Der wird immer schneller. Ja, mit vielen Cobwebs muss man hier arbeiten. Sonst wird das hier, glaube ich, nichts. Swift Sneak. Okay, wir sneaken ein bisschen weg vor ihm. Erkennt er mich trotzdem? Oh, ja, oder? Findet er mich? Okay, okay, Chat. Wir hauen drauf, Leute. Oh, ja, tatsächlich, okay. Es ging. Aber der wird mit der Zeit richtig, richtig schnell. Aber es scheint möglich zu sein. Es scheint möglich zu sein. Wir haben nicht mal eine Speed Potion genommen. Wir probieren das Ganze nochmal mit einer Speed Potion. Also, diesmal versuche ich ein bisschen weniger mit Cobwebs zu arbeiten. Und gönne mir einfach gleich nochmal eine Speed Potion. Ich behalte einfach den Saft, den ich gerade habe. Und versuche einfach mein Bestes. Warden ist gespawnt. Speed Potion ist drin. Horrorfilm-Effekt ist da. Und er ist auf der Suche nach mir. Ich sneak ein bisschen rum. Damit. Ja, er versucht mich zu riechen. Okay, wir hauen ihn. Ja, er macht okay Damage. Sind wir jetzt wieder ein bisschen out of range? Oder sieht er mich direkt? Ich glaube, er sieht mich direkt. Wir können nicht vor ihm wegsneaken. Oder doch? Klappt das? Nee, das scheint nicht zu klappen. Okay, nach hinten wegstrafen. Das ist schwierig. Das ist ziemlich schwierig hier gerade. Okay, er hat Secrets, die sind wichtig. Okay, okay, er kommt, wie schnell ist er? Goldene Karotte sollte reichen. Ist Low Ground? Bro. Chill mal. Aber es ist ein nicer Boss-Mob, muss man sagen. Minecraft bringt endlich einen nicen, guten Boss-Mob zurück und das ist einfach cool, Mann. Es ist einfach cool, es macht Spaß und es steigt. Oh mein Gott. Aber er stirbt. 3, 2, 1. Get down. Der Schaden, der Schaden, der Schaden, der Schaden. Okay, wir laufen durch den Wald. Ich cheate, Chat. Ich cheate, Leute. Nochmal Speed rein. Bisschen refreshen. Okay, all good. Ich bin wieder da. Spottet er mich noch? Er spottet mich noch. Er muss doch jumpen! Oh mein Gott! Holy shit! Ja, das macht richtig Spaß, gegen den zu fighten! Holy moly! Ey, probiert's mal selbst aus, ob ihr gegen den Warden standhalten könnt. Komplett auch ohne Totem. Er zerbricht ja ein Schild, deswegen, ich glaube, ein Schild zu benutzen bringt hier gegen den Warden gar nicht so viel. Ansonsten gegen nicht so OP-Taktiken benutzen, die einfach ne, drunter stellen und ja, ne, easy killen. Das ist ja langweilig. Oder hochstecken und hey, von 3 Blöcken oben, hey, ich kill dich. Amazing. Ja, das kann jeder, ne? Ein Bogen drauf spammen kann auch jeder. Alles easy. Aber so einfach mal ein 1v1 gegen den Warden, das ist eine super, super interessante Sache. Dankeschön auf jeden Fall nochmal an Spark für die Idee. Und wenn ihr mehr Infos über generell das Update haben wollt, schaut definitiv bei Spark rein. Der hat da wirklich ein super, super Video für euch vorbereitet. Das könnte richtig, richtig nice werden. Also, wenn euch das Video gefallen hat, schreibt gerne einen Kommentar,
für einen Algorithmus. Pusht das Video gerne ein bisschen hoch und vergesst das Like nicht. Und ja, Dankeschön fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr seid hyped auf noch mehr Videos. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao, ciao.